Pöttinger. Ja, haben wir auch zu Hause auf dem Hof. Die machen gute Arbeit. Jetzt muss ich nur mal fragen, wo das Gewicht ist, aber das glaube ich, weiß ich jetzt nicht mehr, ist egal. Wir brauchen noch mal einen Traktor. Brauchen wir nicht. Doch. Weil ich kaufe jetzt erstmal. Da umfällt. Ja. Hoffen wir es mal. Warte. Ich brauche den Einstreuer da. Passt genau zu betriebenen Einstreuverteilgerät. Einstreuen von zugeführten Strohballen. Perfekt. Es liegt. Ballenpresse haben wir. Und den Strautmann, da ist er ja. Wie viel passen da rein? Die passen 58.000 rein. Das reicht. Ich muss jetzt mal mehr die Innenansicht benutzen, die ist nämlich Hammer. Kommt schon dir. Schönes Blinklicht an, wir sind ja auf der Straße. Lass mich mal kurz gucken. Numpad 0, was können wir da eigentlich alles einstellen? Nichts. Tür aufmachen, Fenster machen wir auf, das ist immer super. Purer Realismus dann. Ja, Blinker ist egal, Licht ist auch egal. Realismus. Bitte. Ja, über was können wir jetzt doch reden? Das fragt er immer, da fällt dir eigentlich automatisch was ein, bevor du das sagst. Sterben. Vieles, bisschen was zum Spiel vielleicht sogar. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Du hast es lang genug gespielt, um dazu was sagen zu können. Was? Das scheiße ist. Dass es so viel Spaß macht, dass man es Jahre zocken könnte. Stimmt nicht, du lügst. Nee. Ja, finde was. Und nicht immer nur PS4, ne? Ja, zum Beispiel über Spiele, die 2014 rauskommen. Da kann ich euch viel erzählen. Soll ich mal anfangen? Bist du bereit? Nee, warte. Mittelerde Morderschotten. Als Spiel. Sicher. Ernsthaft jetzt? Das ist übelst geil. Schon mal den Trailer gesehen. Open World in der Welt von Herr der Ringe. Na Gott sei Dank nicht. Voll geil. Gott sei Dank habe ich nicht gesehen. Warte, Schläuche, alt links. Aber immer schön Hobbit uns schauen, hä? Ich Hobbit? Ich guck mir gar nicht Hobbit an. Ich finde Hobbit scheiße. Naja, es geht. Traust du nicht? Herr der Ringe fand ich besser. Muss ich sagen. Ja, natürlich ist Herr der Ringe besser. Das ist. Warte mal, Was denkst du, wie schnell fahren wir? 20? Ja, weiß ich nicht. Ja, 20. 20 ist okay, glaube ich. Wenn sie schon lecken würde, hallo! Ja, müssen wir machen. Ich mach mal die Zeit auf 15, ne? Da geht die Nacht schneller vorbei. Ja, also, Spiele 2014, natürlich großes Kino Watch Dogs, würde ich mal sagen. Was? Das willst du als großes Kino bezeichnen? Das größte und beste Spiel? Ich hab gesagt großes Kino, nicht größtes Kino. Kannst du mir mal zuhören, ne? Bei großes Kino würde ich schon fast von dem Blockbuster, wie man so sagt, sprechen. Also Watch Dogs, naja. Es hört sich ja ganz cool an, ob es dann wirklich so super umgesetzt wird, kann man erst sagen, wenn man es gespielt hat. Sicherlich abwechslungsreich. Grafik soll auch wirklich gut sein. Mit dem Hacken, naja, bin ich gespannt, wie im Trailer oder in, kann man mal viel zeigen bei Gameplay-Szenen, wo man sich das Beste rausholt. Aber letztendlich. Was ist da für dich ein gutes Spiel, was 2014 rauskommt, aber nur 3 und nicht 25? Nee, 5 sage ich dir. Auf jeden Fall Hammer. Warte, das liegt echt am Traktor. Dass der so wippt. Ich das mal an. Wipp. Na egal. Das ist bitte. Ja, auf jeden Fall ein super Spiel wird Dying Light. Zombie-Spiel. Ja, woher willst du wissen, dass das so gut ist, hä? Saugen kann man viel. Könnte ich das gegenüber. Man erwartet, ich kann es natürlich nie garantieren, aber ich gehe immer davon aus, dass es wirklich super wird. Was mich auch sehr fasziniert hat und was nicht nur vom Trailer gut aussah, sondern auch in den Gameplay-Szenen.
war Tom Clancy's The Division. Wohl zwar wenig gesagt hat, er holt sich's nicht. Es ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen mit Strategie verbunden, Third-Person-Shooter. Die Bezeichnung genau vom Genre ist jetzt, kann man eigentlich gar nicht sagen, es ist so vielfältiges Spiel. Aber man ist quasi in nicht zerstörten New York, aber halt doch irgendwie so Bürgerkriegsart Zustand. Man muss halt, naja, Ressourcen für ein Überleben, Waffen, also es ist halt alles begrenzt, es ist realistisch aufgebaut. Die Grafik ist wirklich brutal, also ich habe das am Anfang gesehen, da dachte ich, das ist doch nicht echt. Aber es soll wirklich so gut aussehen, da bin ich aber echt gespannt, also da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Nächstes Spiel, GTA 5, sowieso für den PC. Kommt nicht. Das kommt definitiv. Ich sag, es ist immer noch nix. Na, hör mal auf hier! Was soll denn der Scheiß da? Ich bete, dass es nicht kommt. Also das wird echt ein Meilenstein. Hoffe ich auch, dass die Grafik einiges verbessert wurde. Dass der Multiplayer gut und stabil läuft auf dem PC. Wenn das naja, wirklich... Ich mag GTA Online nicht. Warum nicht? Ja. Das ist das Allerbeste. Warum denn? Da kannst du die ganze Zeit in einer Stadt mit anderen Spielen die ganze Zeit rumfahren, da kannst du Jobs erledigen, damit dass du Geld hast. Ja. Mehr kannst du nicht machen. Das kannst du ein Jahr lang machen. Und dann wirst du die ganze Zeit von den anderen Spielern wird dir das Auto geklaut und du wirst ständig erschossen. Ja, aber du bist ja auf einem eigenen Server, oder? Nicht mit anderen Leuten. Du kommst immer in einen anderen Server rein. Ja, du kannst doch selber in den... Du kannst doch selber den Server aufmachen, oder nicht? Und da spielen. Die sind von Rockstar, die Server. Ja. Und du gehst immer rauf mit, keine Ahnung, 10, 15 anderen Spielern, die x-beliebig zusammengewürfelt aber werden. Aber dein Speicherstand ist in jedem Server gleich. Ja, ja. Also egal in welchem Server du bist, es ist eigentlich nur der Server und die Leute, die anders sind, ne? Ja, Server wird vielleicht schon derselbe sein, aber die Leute werden dann immer andere sein. Ja, schon klar, aber ich kann doch schon mit meinen Freunden einen Server suchen, wo wir zu dritt draufpassen und da spielen. Und das jedes Mal. Weil es wird ja alles gespeichert. Egal auf welchem Server. Okay. Ja. Ja, natürlich hört sich das dann doof an, wenn man sagt, die Möglichkeit, dass andere Spieler dich immer umbringen, das wäre natürlich scheiße, ja. Aber nach ein paar Monaten gibt es hier wieder einen Trainer. Ja, wenn da Noobs was sagen wollt, da. Ja, also welches Feld soll ich jetzt machen? Hast du schon fertig? Nee, ich frag das einfach nur so, obwohl ich noch mittendrin bin. Ach so. Hast du das fertig? Gut. Dann fahrst du mal heim, bitte. Und dann? Folgendes. Tust die Mähwerke tust auf der Wiese abstellen. Da, wo die Fahrzeuge immer spawnen. Das wäre super. Und dann, dann hängst du bitte den Strautmann an. Ja. Kommst mit dem her. Nee, noch besser, hängst die Ballenpresse an. Die Ballenpresse, ja. Also, drittes Game, los geht's. Was, drittes Game? Ja, was du gut findest. Ich waren schon drei. The Division, GTA 5, Dying Light und Mad Max. Hoffentlich wird gut, ja, hoffe ich mal schon. Ich würde zumindest auch auf meiner Kaufenliste stehen für 2014. Das Dumme ist, du weißt wenn im Spiel, wann es rauskommt. Und 2014, alles 2014. Das erste Halbjahr. Ist doch besser wie 2015 oder 2016. Ja, aber das einzige Spiel. Bis Juni kommt eigentlich nichts raus, was ich mir halbwegs kaufen würde. Das ist Wahnsinn. Das ist echt schlimm. Das ist also. Junge. Das finde ich echt schwach. Gut, im zweiten Halbjahr ist es genauso gut mit Kinofilmen. Heuer sieht es gut aus, aber wenn ich sage. Spiele, das erste Halbjahr kannst du ja vergessen. Blas ich immer so ins Mikro, danke. Bitte? Blas ich immer so ins Mikro, bitte, danke. Ich blas nicht, ich atme. Ja, dann atme nicht so tief. Aber das war schon besser. Ja, also bist du schon unterwegs, oder? Ja. Warte, ich guck mal auf die Karte. Ah, ist schon fast da. Super. Unfall. Wie gesagt, das ist das Wichtigste, dass wir die gleich mal verfüttern, die Viecher. Und ja, verfüttern halt. Nicht die Viecher verfüttern, das Gras verfüttern und das Heu. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, wie ist das. Also wir machen dann eben Heuballen. Die müssen wir dann irgendwo ablagern. Überlege ich mir noch wo. Natürlich dann in Nähe bei den Kühen. Gut, dass die Kühe auch direkt am Hof sind, ne? Bei manchen Maps sind die Kühe auch weiter weg. Zum Beispiel bei der Standard-Map. Da sind die Kühe ganz weit weg. Das ist total sinnlos.
Die Hagenstämme finde ich meiner Meinung nach auch scheiße. War zwar besser als andere, die anderen vorher, aber die ist auch scheiße. Die sind alle so scheiße, die Maps. Giants hat's einfach nicht drauf. Ja, ich auch nicht. Du auch nicht, oder? Nee. Ja, guck dir was an, was Leute hier, was Modder hier zustande bringen. Das ist Wahnsinn. Es liegt. Bei mir nicht. Na, man kann es aber doch flüssig spielen. Wo bin ich jetzt? Todeskrank. Hallo. Oh, wie dich immer der Scheiß kommt hier. Tut mir leid. Das ist jetzt sehr unrealistisch, aber es hilft nichts. Was schaust du denn überhaupt noch für einen Film im Kino an das Jahr? Welchen Film? Ja, oder welche Filme, besser gesagt. Das kann ich nicht. Also Transformers. Die Avengers. Was? Ja. Bäh. Was? Das kommt ja heuer. Weiß ich nicht. Der zweite oder wie? Ja, na, ich glaube ja, schon. Ja, den vielleicht schon. Den oder vielleicht oder schon. Nee, Captain, ich glaube, das ist Captain America, der wurde. Ja, boah, da kotze ich lieber. Und Spider-Man? Hä? Spider-Man? Da kotze ich auch. Spider-Man, der. Das ist so ein Dreck, wie man den es Film. Es kommt bald mal Superman gegen Batman, gell? Ja. Geil. Finde ich ja. Ich weiß nicht, was alle immer an diesen Superheldenfilmen so toll finden. Die sind ich schaue es mir auch nicht an. Ja, die sind. Ja, aber Captain America ist so ein Dreck. Batman, lass mich noch eingehen. Batman ist immer noch, finde ich. Das war auch von DC. Batman hat mir immer gefallen. Superman fand ich scheiße. Captain America ist sowieso der allergrößte Ami-Dreck. Black Widow, der Scheiß, oder Hawkeye, auch scheiße. Iron Man war noch gut, ja, das aber war Ausnahme. Ja, ob ihr dann alle kennt, der sagt, er findet sie scheiße, aber kennt alle. Ja, die kommen halt bei den Avengers vor. Jeremy Renner, der war Hawkeye, und Black Widow war Scarlett Johansson. Ich weiß die Bitch, die. Ja, es ist halt einfach übelste Ami-Propaganda und das nervt mich halt einfach, deswegen schaue ich mir sowas nicht an. Ich schaue mir auch den Kriegsfilm nicht an, wie ist der Lone Survivor oder so, mit Mark Wahlberg, Taylor Kitsch und so. Echt, kommt da einer. Ja, der ist, soll sogar schon, glaube ich, die Mark Mitte Wahlberg ist bei Transformers 3 dabei. 4. Ja, genau, 4. Der 3 war schon wieder Jahre her. Ja, bei Transformers 3? Ja, 4. 4, ja. Das heißt, das war jetzt geil. Oh, traumhaft. Warte, ich hänge den mal hier ab. Den Fendt. Der leistet nicht keine guten Dienste. Ja, was kommt denn sonst noch? Ja, Filme. Hobbit, ja, ist jetzt... Hobbit kommt bestimmt wieder. Hm? Hobbit kommt der letzte Teil. Ja, klar. Ja, finde ich eh spannend. Also ich muss sagen, den ersten habe ich nicht so toll gefunden. Den Hobbit, den zweiten schon. Haben wir den jetzt im Kino angesehen? Ich weiß nicht, ob du dabei warst, glaube ich nicht. Also ich habe ihn mit Andi angesehen. Ja, und ich mit Arnie. Ach so, dann. Dann war's schlecht. Ja, schon. Nee, also. Der war schon gut. Und da war halt bei der spannenden Szene, wo der Drache dann rausgeflogen ist. Ja, ich habe mir so gedacht, wie der Drache rausgeflogen ist, jetzt geht's noch weiter. Wie lange dauert der Film denn noch? Da war's ja vorbei. Ja, ich dachte, ja. Ja, dachte ich mir auch. Aber was mache ich denn jetzt für einen Scheiß? Musst du immer so schreien. Oh, ich mache gerade voll den Mist. Ich hätte das andere auch noch. Wieso denn? Da muss ich doch bleiben lassen. Es ist schon tiefe Nacht, ne? 22,5, ja, bald 11. Mist, bald 10. Eigentlich sollte der Bauer jetzt ins Bett gehen, aber nee, der macht bis 6 Uhr früh durch. Bist du wieder auf dem Weg mit dem Strautmann? Sicher. Ah, ich seh dich, ja, super. Nächstes kann man mal was von dir erwarten. Hast du am Montag das Jenke-Experiment gesehen? Letzten Montag. Wen hab ich gesehen? Das Jenke-Experiment auf RTL. Nee. Was, das was? Jenke-Experiment, das ist der Moderator, Reporter, genau, Reporter war's. 5 Tage lang Dauerkiffen. 5 Tage lang Dauerkiff. Ja, was mit seinem Körper passiert? Er hat sich auch schon 5 Tage lang nur gesoffen. Dann wird er früh sterben, schon mal, würde ich sagen. Ja. Ja, der testet das alles im Sinne der Wissenschaft. Ja, bestimmt. Als nächstes nimmt so er 5 Tage lang Heroin und dann hört er wieder auf. Ja. Wie kannst du denn in die Tonne kloppen, den Typ?
Warum denn? Was für eine Scheiße, ja, wieso?